Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr direkt ein Foto von eurem iPad oder iPhone in eine PDF-Datei speichern könnt bzw. konvertieren könnt. Hier seht ihr einmal die Übersicht der Bilder. Ich wähle jetzt eins der Bilder aus, ich halte es gedrückt, gehe auf Teilen drauf und jetzt scrolle ich so weit nach unten, bis ich hier in dem Punkt in Acrobat importieren oder eben als PDF speichern. Zwei verschiedene Optionen gibt es da manchmal. Ich habe hier eben in Acrobat importieren und dann gehe ich da drauf. Und ja, wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird dieses Bild dann eben in Adobe Acrobat übernommen und einfach in eine PDF-Datei gespeichert, so wie es hier steht. Ja, ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.